Hallöchen und willkommen bei Jackies Rezeptewelt. Heute zeige ich dir ein einfaches Rezept für diese wunderschönen und lecker schmeckenden Galaxy Crepes. Sie schmecken galaktisch gut. Wie für Crepes üblich sind sie auch ganz dünn in der Pfanne ausgebacken. Du kannst sie mit Schokoaufstrich, Grütze, Apfelkompott, Puderzucker oder Marmelade essen. Wenn du gespannt bist, wie ich sie denn zubereitet habe, dann zeige ich dir das jetzt. Bleib also unbedingt dran. Viel Spaß also beim Zuschauen und Nachmachen. Als erstes benötigen wir eine große Schüssel für die Zubereitung vom Crepe-Teig. Dafür gebe ich Zucker und Eier in eine Schüssel und verrühre es mit dem Schneebesen. Es ist hier gut zu sehen, wie es heller und schaumiger wird. Dann kommt die flüssige Butter, Milch, Vanilleextrakt und eine Prise Salz dazu. Alles gut verrühren. Das Mehl kommt nach und nach in den Teig. Dabei gut verrühren und gegebenenfalls durch ein Sieb geben, wenn das Mehl eventuell noch etwas klumpig ist. Wenn alles gut verrührt ist, kommt noch ein kleiner Schuss Mineralwasser dazu. Verrühren werde ich es jetzt nur noch ganz kurz und lasse es dann für etwa 30 Minuten ruhen. Nach der Zeit teile ich mir den Teig in 5 Schüsseln auf. Ich nehme 5 Schüsseln, da ich auch 5 verschiedene Farben verwenden werde. Mit dazu gebe ich jetzt in jede Schüssel eine Lebensmittelfarbe. Hier empfehle ich dir am besten Gelfarben zu verwenden, denn damit lassen sich die Farben auch besser unter den Teig mischen. Wenn du dann mit der Farbe zufrieden bist, kann es jetzt auf dem Herd weitergehen. Wir benötigen jetzt eine beschichtete Pfanne. Darin wird etwas Öl gegeben und hier empfehle ich dir, einen Backpinsel zu verwenden, um das Öl ein bisschen besser in der Pfanne jetzt zu verteilen. Nun geht es mit den Farben los. In eine große Kelle kommen etwa 1 bis 2 Esslöffel von jeder einzelnen Farbe hinein. Bereits in der Kelle gibt es schon ein richtig tolles Muster. Nun die Pfanne auf niedrige Stufe stellen, die Kelle mit dem Teig in die Pfanne geben und gut hin und her schwenken, sodass sich alles auf dem Pfannenboden verteilen kann. Auf der Seite werden die Crepes 1 bis 2 Minuten ausgebacken und dann müssen sie ganz vorsichtig mit dem Pfannenwender gewendet werden. Auf der zweiten Seite ebenfalls 1 bis 2 Minuten ausbacken. Das sieht jetzt schon richtig toll aus. Ich bin jetzt auch schon sehr begeistert und mache gleich weiter mit dem restlichen Teig. Ich habe nun alle in der Pfanne fertig ausgebacken und es sind so schöne Muster dabei entstanden. Meine Crepes bekommen jetzt noch etwas Schokoaufstrich als Füllung und werden dann eingerollt. Du kannst deine Crepes einfach so nach deinem Wunsch servieren, wie du es am liebsten magst. Die genauen Zutaten für die tollen Galaxy Crepes kannst du direkt hier unter diesem Video in der Infobox nachlesen. Und wenn du da schon mal bist, dann lass doch gleich mal ein Däumchen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du mehr sehen möchtest und keins meiner tollen Rezepte verpassen möchtest, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. Ich danke dir fürs Zuschauen, bleib gesund, dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Rezeptewelt. Tschüss!